Servus Leute, die Unheard Edition und das gebrochene Versprechen an EOD-Käufer von BSG. Und das ist das meistdiskutierte Thema in der EFT-Welt, das es ja jemals gab. Und die Wellen schlagen hoch. Und ich habe zwar gestern da schon ein Video drüber gemacht, über die Unheard Edition, aber ja, das Thema hat heute nicht abgeflacht. Und ich dachte mir, ich gehe nochmal ein bisschen ins Detail, wo mein Standpunkt ist. Und BSG hat geantwortet. Nikita hat vor circa einer Stunde, wenn ich das hier aufnehme, auf Reddit eine Antwort, was mit der EOD-Version passiert, gegeben, und das schauen wir uns alles mal an in diesem Video. Viel Spaß! Zuallererst mein Standpunkt zu den ganzen Punkten. Es gibt da einige Streitpunkte, und als erstes mal die Unheard Edition. Sie ist zu teuer. Der PvE-Modus ist ein DLC. Ich finde, er hätte auch in EOD drin sein sollen. Er sollte einzeln verkauft werden. Und das Versprechen an die EOD-Käufer wurde gebrochen, das sie damals gegeben haben. Und ich kann verstehen, dass viele Leute darüber sauer sind und BSG hätte das anders handeln müssen, anders an die Sache rangehen müssen. Und sie haben sich hier ganz schön in die Nesseln gesetzt. Und jetzt ist die Frage, haben sie diesen ganzen Hate verdient in dieser Form? Ich finde nein. Ich sehe das ein bisschen moderater. Man muss das gegeneinander abwägen. Ich komme auch natürlich gleich noch zu den Pay-to-Win-Punkten, die noch viele ansprechen. Da schauen wir uns gleich mal die Liste von der Unheard Edition an. Aber jetzt erstmal, man muss das gegeneinander abwägen. BSG hat hier eine Entscheidung getroffen. Und zwar die Entscheidung, ein Versprechen, das sie vor 8 Jahren festgelegt haben, nämlich dass jedes DLC, jeder Season Pass und alles, was für Tarkov kommt, in der EOD-Edition enthalten ist, umsonst ist. Dieses Versprechen haben sie gebrochen, aufgeweicht, nennen wir es, wie es wollen. Und diese Entscheidung haben sie getroffen und die haben sie sich sicherlich vorher reiflich überlegt. Aber ich habe mir natürlich auch Gedanken gemacht, wie ist der Standpunkt von BSG? Damals war, als es die EOD-Version, als sie die eingeführt haben, war BSG am Anfang von Tarkov. Sie haben da natürlich Supporter mit einsammeln wollen, haben sie auch geschafft. Und sie haben aber, glaube ich, niemals damit gerechnet, dass Tarkov so erfolgreich wird, so ein großes Game. Damals war das ein kleines Entwicklerstudio, ich schätze mal überhaupt 20 Mann oder so. Reine Schätzung, ich weiß es nicht. Und jetzt ist es mindestens 10-mal so groß, wenn nicht noch größer. Und das Spiel hat sich riesig entwickelt. Es ist ein Spiel mit wirklich ja, Hunderttausenden von Spielern, wenn nicht mehr, Millionen von Besitzern. Und jetzt mussten sie die Entscheidung treffen, stehen wir jetzt für immer zu diesem Versprechen, dass es jedes DLC, was wir in Zukunft rausbringen, Tarkov, ist es unklar, wie lange Tarkov noch läuft. Jahre, höchstwahrscheinlich Jahre. Und stehen wir jetzt dazu oder weichen wir das auf? Und sie haben sich dazu entschieden, dieses Versprechen aufzuweichen. Und haben damit einen echt riesen Shitstorm ausgelöst. Es hat noch nie so ein Thema gegeben, was solche Wellen geschlagen hat in Tarkov. Und sie sind es absolut auch falsch angegangen. Sie haben wahrscheinlich nicht damit gerechnet, aber man muss es halt abwägen. Sie haben auch in diesen 8 Jahren ein Spiel entwickelt, was wirklich, wirklich gut ist. Tarkov ist meiner Meinung nach das beste Online-Game, was man spielen kann. Und ich habe jetzt 11.000 Stunden im Spiel. Und ja, ich bin Streamer und ja, ich lebe davon. Aber ich finde immer noch, wenn ich die Wahl hätte, ein Spiel auszuwählen, was ich mein Leben lang noch spielen könnte, wäre es Tarkov. Kein anderes mehr. Es wäre immer noch Tarkov. Und viele von euch haben wahrscheinlich auch sehr, sehr viele Stunden. Und das muss man einfach gegeneinander abwägen. Hat BSG hier Scheiße gebaut? Ja. Spiele ich immer noch gern Tarkov? Ja, ganz klar. Und hätte da einiges anders laufen können, natürlich. Aber jetzt einfach alles niederzuhaten, alles niederzuflamen und ja, versuchen, keine Ahnung. Viele wünschen sich scheinbar, dass BSG zugrunde geht, dass Tarkov deswegen verschwindet und so. Das finde ich an der Stelle nicht fair. BSG muss hier zurückrudern, muss sich hier muss sich entschuldigen, sag ich mal. Und sie sind zurückgerudert, das schauen wir uns gleich an. Und wie gesagt, ich habe da einen moderateren Standpunkt. Ich hoffe, dass den einige hier verstehen. Viele werden es nicht verstehen. Viele sind so wirklich, also ich habe es mitbekommen gestern auch auf dem Stream, wirklich verbohrt und einfach komplett auf Hate gebürstet. Und da geht einfach gar nichts mehr. Und ich bin mal gespannt, wann das wieder abflacht. Man kennt es ja von der EFT-Community, aber in diesem Ausmaß habe ich das auch noch nicht gesehen. Und ich habe gestern auch selber auf meinem Stream einiges zu hören bekommen. Aber ich kann die Leute verstehen. Ich finde bloß, man sollte das nicht so in diese Extreme drängen, weil man halt auf der anderen Seite dieses echt gute Spiel hat, das von BSG entwickelt wird. Und das natürlich auch finanziert werden muss. Und BSG, da über den Standpunkt kann man auch nachdenken. Habe ich ja getan. Und das ist meine Meinung dazu. Und jetzt schauen wir uns nochmal kurz die Pay-to-Win-Sachen an und was Nikita natürlich auf Reddit gepostet hat.
Gehen wir noch schnell über die Pay-to-Win-Punkte oder die gerne so bezeichneten Punkte drüber. Also, die Unhurt Edition, ich habe sie gekauft, ja. Wir haben über den PvE-Modus gesprochen, erweiterte Lagergröße, normal, ne, ist ähnlich wie EOD, 4 Zeilen mehr. Dann In-Game-ID, okay. PMC-Hosentaschen ist so der Punkt, der mich auch stört, den hätten sie weglassen können, also größere Taschen. Hätte nicht sein müssen, man hat 2 Zweier-Slots statt 2 Einer-Slots, also 2 Slots mehr und da geht halt ein Magazin rein oder so. Ist nett in einigen Situationen, aber wenn man mal genau drüber nachdenkt, ja, nicht so oft ein wirklicher Vorteil, aber halt ganz gut. Erhöhtes Ansehen mit Fans, also Scav-Karma ist, glaube ich, bei 0,5. Ja, man spart sich halt einfach ein bisschen Zeit, Scav-Karma freizuschalten. Man muss halt, wenn man eine kleinere Edition hat, mehr Raids machen. Letzten Endes fällt es nicht so krass ins Gewicht. Angebotsplätze auf dem Flea-Market nicht so wild. In-Game-Nahkampfwaffe, ja, ist eine Nahkampfwaffe. Früher oder später hat man in der Red Rebel oder sowas. Finde ich jetzt auch nicht so wild. Dann hier Verlängerung bei Nachrichten. Man hat halt mehr Zeit, die Versicherung und so abzuholen. Nettes Quality of Life Feature, aber nicht wirklich game-entscheidend. Menü-Hintergrund, okay. Alle DLCs in der Zukunft, ja, okay. Early Test Server, ETS Server Zugang. Finde ich auch okay für Leute, die 250 Euro für ein Game bezahlen, dann kriegen sie auch Test-Server Zugang. Dann hier das Interessante, also. Man kriegt natürlich den Gamma-Container. Das ist meiner Meinung nach der größte Pay-to-Win-Vorteil, den diese Edition zu bieten hat, den auch schon EOD geboten hat. Der große Container 3x3, das ist einfach der größte Vorteil überhaupt. Und was komischerweise was ich gestern gar nicht gelesen habe, auch auf dem Stream, Waffenkoffer und die Lucky Scav Junkbox und die Munikiste direkt am Anfang vom Vibe, wenn man diese Edition hat. Das ist ein wirklicher Vorteil. Ansonsten gibt es hier halt Waffen, 100.000 Rubel, bisschen mehr Kohle, schon ganz nette Ausrüstung, besser als die anderen Editionen, aber nach einer gewissen Zeit ist es auch relativ egal. Dann zusätzlich dazu haben wir hier natürlich die Fähigkeiten, also hier Stufe 3 Pistolen, Repetiergewehre, das ist das einzig Interessante, sorgfältiger. Stufe 3 ist nicht viel, das sind 60 Punkte bei den Skills und wie ihr wisst, jeder Skill geht bis 51, das heißt, weiß ich was, so 5.500 Punkte, mal jetzt grob über den Daumen geschätzt, braucht man insgesamt, man kriegt 60 davon. Das ist weniger als 1% der Punkte, die man sich erspielen muss, kann. Natürlich, Repetiergewehr geht niemals auf 51. Das ist wirklich ein Vorteil, weil man das Ding auch für eine Quest braucht. Aber auch ohne das recht gut zu erreichen. Und man muss bedenken, die ersten 3 Stufen sind auch die schnellsten. Von daher finde ich nicht so tragisch. Und dann hier Koops-Trainingsmodus, okay. In-Game-Armband, okay. Dann hier der Radio-Gegenstand, Zeichen der Unhurt, ne? Bark of the Unhurt. Special Slot Item und man hat 50% Rabatt, wenn man den dabei hat, auf Car-Exits oder wenn man den BTR bezahlt. Das ist nett, man spart sich Geld und ja, letzten Endes ein kleiner Vorteil. Ist ein kleiner Vorteil, ganz klar. Ist kein Pay-to-Win, Pay-to-Progress, würde ich sagen. Ne? Man spart sich halt Rubel. Dann versicherte Gegenstände kommen 30% schneller. Ja, okay. Früher oder später kommen sie eh recht schnell. Dann hier ein Punkt, der wurde viel diskutiert. Mit 6er Scav-Karma schießen Scavs auf eine Entfernung von über 60 Metern nicht mehr auf einen. Da muss man sich mal kurz Gedanken machen, was bedeutet das? Scavs, nicht Sniper-Scavs, die über 60 Meter sind, schießen meistens eh nicht direkt auf einen. Sniper-Scavs, mir fällt dann natürlich das Custom-Sniper-Scav oben auf dem Turm an. Der schießt dann nicht direkt auf einen. Das ist eine nette Sache. Letzten Endes, ja, ein kleiner Vorteil, der sich mehr nach Vorteil liest, wenn man ihn liest, als er dann wirklich ausschlaggebend ist im Game. Finde ich so. Über diesen Punkt haben sich viele aufgeregt. Es ist ein kleiner Vorteil, ja. Ich gehe auch davon aus, dass man das sich auch später noch erspielen kann, dass das nicht nur exklusiv für diese Edition ist und dann in Zukunft ein verfügbarer Update. Spezielle Zone im Hideout. Wie das aussehen wird, bleibt abzuwarten. ESG macht sich da natürlich Gedanken zu, ne? Und natürlich der einzigartige Gegenstand Notsignalgerät. Wenn der Gegenstand aktiviert bzw. erzeugt einen hellen Blitz, lautes Tonsignal und man ruft seine Freunde. Viele haben gestern schon gefragt, ey, du kannst Freunde in Raid rufen. So wird es nicht sein. Was ich hier rauslese, und früher wurde schon gesagt, dass sich das Spawnen in Tarkov ändern wird, dass nicht mehr alle am Anfang vom Raid spawnen, dass da auch während des Raids gespawnt werden wird. Und ich deute das so, dass dieses Freunde rufen eine Möglichkeit von einigen Möglichkeiten sein wird, hier während des Raids in den Raid zu spawnen. Und dann wird das Ganze auch sehr gebalanced sein. Es ist nicht so, man drückt da drauf und dann spawnen deine Freunde neben dir und Vincent Fight und
ja, gehst mit dem Loot nach Hause und alle sind glücklich, bis auf der Gegner. So wird es nicht sein. Also abwarten. BSG macht sich zu sowas Gedanken, auch wenn es der ein oder andere nicht glauben mag. Und habt da ein bisschen Vertrauen, dass das nicht so plump laufen wird, wie sich es jetzt echt viele vorgestellt haben. Und jetzt schauen wir uns mal das Statement von Nikita an, das Update, was es heute dazu gab. BSG bzw. Nikita persönlich haben sich auf Reddit zu Wort gemeldet und es gibt ein Update zu der EOD-Version, ja, als Reaktion von dem ganzen Shitstorm, der im Moment läuft. Ich denke nicht, dass sie das in der Hinterhand hatten, sondern sie haben das, diese Punkte, diese Upgrades für die EOD-Version im Nachhinein, um die Wogen zu glätten, haben sie sich diese Liste jetzt überlegt, was es da an Features gibt. Das schauen wir uns jetzt mal an. Die Comment-Sektion schauen wir uns vielleicht nicht an, das könnt ihr dann selber machen. Da geht es auf jeden Fall zur Sache. Ihr könnt es euch vorstellen. Also, Insurance, also Versicherungsgegenstände, kommen schneller wieder. Dann, man kann Personal Limits bei den Tradern wurde erhöht mit der EOD-Version 20%. Das ist ordentlich, ne? Da kann man mehr Ammo kaufen und sonst was. Ist ein bisschen Pay to Progress, würde ich sagen. Dass es bloß bei der EOD-Version gibt und auch nie wieder käuflich erwerblich ist. Und dann Basic PMC-Karma. Also, wenn PMC-Karma kommt, wird das PMC-Karma ein bisschen höher sein. Das kennen wir ja schon auch von den Trader-Dingern und sowas. Dann Hideout-Craft, einen speziellen Hideout-Craft-Skin. Was es dann ist, keine Ahnung. Es wird nicht so extrem sein, dass das so ins Gameplay eingreift. Es wird halt was Nettes sein, das vielleicht ein bisschen Vorteil bringt. Dann Charisma-Skill wurde erhöht. Okay. Dann eine spezielle Questline, die noch hinzugefügt wird, um die Extra-Slots für die Pockets, für die Taschen freizuschalten. Interessant, mal sehen, was sie da für eine Questline machen. Finde ich gut, muss man dann halt im Vergleich zur Unheard Edition jeden Vibe aufs Neue machen, dass man die Größe der Taschen hat. Bei der Unheard Edition hast du es einfach von Anfang an schon. Das ist der große Unterschied. Dann, man hat die Möglichkeit, 2 Daily Quests umsonst zu rerollen pro Tag. Spart ein bisschen Geld. Und ist extra für die EOD-Version. Finde ich eine gute Sache. Dann extra Dog-Tag. Man kriegt noch ein Armband. Man kriegt extra Klamotten. Gute Sache. Dann gibt es das Legacy-Device. Wie das genau aussehen wird, mal sehen. Wahrscheinlich sehr ähnlich zu dem Device von der Unheard Edition. Und jetzt kommen wir wirklich zum Knackpunkt. High-Priority-Matching for EOD-Owners for 6 months. High-Priority-Matching für 6 Monate. Das implementiert, dass es in Zukunft High-Priority-Matching geben wird. Den Punkt hätten sie weglassen können. Ich glaube, der stiftet mehr Verwirrung, als dass er irgendwas bringt. Wie das genau aussieht, bleibt abzuwarten. Das Ganze für 6 Monate, also zeitlich limitiert. Ha! Den Punkt hätten sie einfach weglassen können. Das wäre wahrscheinlich besser gewesen. High-Priority-Matching, das befeuert mehr die Kontroverse, als dass das jetzt irgendwas bringt. Das ist nämlich ein Begriff, der ja noch nicht geklärt ist, wie das genau aussieht. Und hätten sie meiner Meinung nach erstmal weglassen können. Aber so ist es, was uns da erwartet. Schauen wir mal an. Sagt auf jeden Fall für die Zukunft, es wird sowas wie High-Priority-Matching geben. Und dann der Punkt, der wirklich sauer aufstößt, auch mir. PvE-Modus für EOD für 6 Monate begrenzt. Das ist nichts Ganzes. Und das ist einfach was Halbes. Und das ist einfach, ja, da wird sich jetzt wieder am meisten drüber aufgeregt. Entweder ganz oder gar nicht, BSG. Entweder ganz oder gar nicht. Das ist doch wieder ein Desaster. Und in den Comments geht es bloß um 6 Monate. Leute, ja, es ist natürlich eine Frage der Monetarisierung. Und natürlich steht da ein Haufen Geld dahinter bei dieser Entscheidung, die BSG hier fällen muss. Ich bin der Meinung, für EOD gibt es den EOD-Leuten. Oder macht den PvE-Modus wenigstens für 30 Euro kaufbar oder ähnliches. Ich weiß es nicht. Aber das ist, da haben sie sich wieder in die Nesseln gesetzt und da schlägt jetzt wieder hohe Wellen. Und das wird heute das Thema sein und das wird auch noch die nächsten Tage das Thema sein. Finde ich nicht gut. Ich bin der Meinung, ja, für EOD sollte das als DLC verfügbar sein. Und BSG sollte die Monetarisierung anders gestalten. Das ist einfach, ja, das haben sie falsch angepackt. Und ich kann, wie gesagt, den Ärger von vielen verstehen. Aber ich wünsche mir von allen, dass man das gegeneinander abwägt, weil Tarkov und BSG, Tarkov ein wirklich geniales Game ist und BSG das auch finanzieren muss. Und dass man jetzt hat alles auf die eine Seite der Waage legt. Ja, das DLC-Versprechen wurde nicht gehalten. Es ist alles scheiße. Reißt BSG den Laden ein und nieder mit Tarkov. So ist es nicht. Tarkov ist ein geniales Game. Wägt es gegeneinander ab. Wägt es gegeneinander ab, was euch Unheard wert ist. Wie viele Spielstunden ihr habt. Ob ihr vielleicht, ja, trotz alledem die Edition kauft. Ich habe es von vielen gehört.
dass die Edition gekauft wurde, weil sie halt einfach schon, ja, sie haben 3000 Stunden in Tarkov. Und wenn man das gegenrechnet, ist das vollkommen okay. Und muss jeder für sich selber wissen. Also ich wünsche mir hier in meinen Comments auf meinem Stream eine etwas moderatere Diskussion. Es wird sich nicht komplett umsetzen lassen. In den Comments wird es auch wieder brennen, aber so ist es halt bei so einem Thema. Lasst es raus. Ich bin auf jeden Fall heute wieder ab 16:30 Uhr live auf Twitch. Link dazu findet ihr unten in der Description oder im ersten Comment. Schaut mal vorbei. Lasst ein Follow da. Hier auf YouTube würde ich mich über einen Comment freuen. Ne? Verhaltet euch angemessen. Und wir sehen uns wieder hier auf YouTube oder heute um 16:30 Uhr auf Twitch. Und in dem Sinne, macht's gut und bis dann.